einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen und zu brechen. Und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er auch das tägliche Brot nicht mehr schaffen. Dann gehen wir an die Arbeit und lassen Sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Hause und wir sind Sie los. Nein, Frau. Oh, Hänsel, nun ist es um uns geschehen. Still, Gretel, hab keine Angst, ich will uns schon helfen. Wie denn? Ich weiß schon wie. So sahen sie, dass das Häuslein aus Brot gebaut war und mit Kuchen gedeckt. Aber die Fenster waren von hellem Zucker. Da wollen wir uns dran machen, sprach Hänsel, und eine gesegnete Mahlzeit halten. Ich will ein Stück vom Dach essen. Gretel, du kannst vom Fenster essen, das schmeckt süß. Hänsel reichte in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen, wie es schmeckte. Und Gretel stellte sich an die Scheiben und knusperte daran. Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus: Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Die Kinder antworteten: der Wind, das himmlische Kind. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief: Hänsel, steck deine Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist. Hänsel streckte ihr aber ein Knöchlein heraus, und die Alte, die trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen und meinte, es wären Hänsels Finger, und verwunderte sich, dass er gar nicht fett werden wollte. Die Kinder, es ist so schrecklich, sie will dich fressen. Und sie will dich schlachten und dann will sie dich fressen und es ist alles so schrecklich. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ach du Taugenicht! Du wirst und wirst mir doch nicht fett. Ich habe keine Lust mehr länger zu warten. Gretel! Gretel! Versteckst du dich? Silberdüsel-Säffling, hol Wasser für den Kessel. Es ist mir ganz einerlei, Hänsel mag fett oder mager sein. Ich will ihn jetzt schlachten und kochen. Aber Gretel merkte, was sie im Sinne hatte und sprach: Ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Wie komme ich da hinein? Dumme Gans, sagte die Alte. Die Öffnung ist groß genug. Siehst du wohl, ich könnte selbst hinein. Krabbelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Gretel einen Stoß, dass sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor. Huh, da fing sie an zu heulen, ganz grauselig. Aber Gretel lief fort, musste qualvoll verbrennen. Gretel aber lief schnurstracks zum Hänsel, öffnete sein Ställchen und rief: Hänsel, wir sind erlöst, die alte Hexe ist tot. Gut gemacht. Lass uns schnell heimgehen, nur fort von hier. Aber wie kommen wir denn heim? Wir finden den Weg schon, komm. Vater, lieber Vater. Das seid ihr ja wieder. Da hatten alle Sorgen ein Ende und sie lebten in lauter Freude zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Meine Schwester und ich, wir haben schon einiges erlebt. Wir wären fast umgebracht worden durch die Hand einer Hexe. Aber das hat uns nur noch stärker gemacht. Wir sind auf den Geschmack von Blut gekommen, Hexenblut. Und wir haben nicht damit aufgehört. Aber aus ist das Märchen noch lange nicht. 15 Jahre nachdem die beiden Geschwister der bösen Hexe entkommen sind, können wir sie auf der Leinwand sehen. Ich lasse mir nicht bieten, dass Sie mir sagen, was ich zu tun habe. Wie tötet man am besten eine Hexe? Kopf abtrennen hat sich bewährt. Die beiden Geschwister haben sich die schlechte Erfahrung zu Herzen genommen und sind seitdem auf der Jagd nach Hexen. Thank you.
Als sie nach Augsburg kommen, herrscht dort eine Hexenplage. Kinder verschwinden und auch sonst scheint einiges nicht in Ordnung zu sein. In den letzten 2 Wochen wurden 5 unserer Kinder entführt. Eine Hexe würde sich nie so öffentlich zeigen. Ich glaube nicht, dass wir Hexen jagen. Hier läuft irgendwas anderes. Wir müssen diese Kinder finden. Fangen wir damit an. Also machen sich die Hexenjäger auf, um der Sache nachzugehen und geraten dabei an eine Gegnerin, die ihnen große Probleme bereitet. Hexen, Trolle und auch einige normale Menschen machen ihnen das Leben schwer. Das ist neu. Sie ist ganz in der Nähe. Mit viel B-Movie-Flair, derben Humor und einer Menge Special Effects gibt der 3D-Film großartige Unterhaltung für Erwachsene her. Das darf doch nicht wahr sein. Wer also schon immer mal wissen wollte, was nach einem Märchen passiert und wie Brüderchen und Schwesterchen so richtig loslegen, sollte unbedingt ins Kino. Mann, egal was du tust, don't eat the fucking candy. Die meisten sagen, Hexen gibt es nicht. Die gibt es nur im Märchen. Dann stehen sie eines Tages vor deiner Tür und fressen deine Kinder. Und da kommen wir ins Spiel. Mein Name ist Gretel und das ist mein Bruder Hänsel. Wir töten Hexen. Was machen Sie? Du hast was verloren. Wie tötet man am besten eine Hexe? Erstmal damit. Guten Morgen, Süße. Kopf abtrennen hat sich bewährt. Ich hasse das. In den letzten 2 Wochen wurden 5 unserer Kinder entführt. Wenn so viele Kinder entführt werden, eine Hexe würde sich nie so öffentlich zeigen. Außer sie ist dazu gezwungen. Eine Hexe! Sie hat sie getötet! Alle! Ich soll von ihr was ausrichten! Das ist ja abgefahren! Wo sind die Kinder? Es gibt eine Stelle tief im Wald. Da sind ganz viele Hexen und die sind übermächtig. Gretel, du hast meine Einladung gekriegt? Ich glaube nicht, dass wir Hexen jagen. Ich glaube, die jagen uns. Sie haben eine Schwester. Wenn du mein Signal siehst, trittst du die Hölle los. Warte, warte, was ist das Signal? Ganz einfach, wenn ich einer Hexe den Kopf wegpuste. Manche werden sagen, nicht alle Hexen sind böse. Das ist neu. Sie könnten ihre Kräfte für Gutes einsetzen. Ich sage, verbrennt sie alle. Die ist sauer. Ja, wenn ich so aussehen würde, wäre ich auch sauer. Hänsel und Gretel Hexenjäger ist der neueste Film des norwegischen Regisseurs Tommy Wirkola, der 2009 mit dem Horrorstreifen Dead Snow für Furore sorgte. Mein letzter Film war ein Nazi-Zombie-Film. Und das war eine Mischung aus allem, was ich an Filmen liebe. Da war Horror und Comedy und literweise Blut. Und ich glaube, wenn man alle diese Elemente in einem Film mischen kann, anstatt nur in eine Richtung zu gehen, wird das zu einer richtig großen Erfahrung. Und das war auch mein Ziel bei Hänsel und Gretel. Alle diese Dinge, die ich so sehr liebe, zu nehmen und in eine Action-Story zu integrieren. Es musste natürlich ein Actionfilm sein, aber ich habe ihn mit Horror und Comedy gewürzt und das war von Anfang an das Ziel. Und das ist dem Mann gelungen. Als Hänsel konnte er Jeremy Renner verpflichten, der sich schon mit Hurt Locker, The Avengers und dem Bourne-Vermächtnis einen Namen gemacht hat.
Der ursprüngliche Grund, diesen Film zu machen, war ein Blatt Papier, das ich bekommen habe, noch bevor ich das Drehbuch gesehen habe. Und es war ein Bild, das auch im Film vorgekommen ist. Hänsel und Gretel gehen auf dich zu und eine Hexe brennt im Hintergrund. Und er hat eine Schrotflinte und sie hat eine Armbrust. Es ist einfach ein Poster, aber ich dachte, das sieht interessant aus. Ich weiß nicht warum, aber es war so. Und als wir die Szene dann gedreht haben, war es genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und manchmal sogar noch besser. Die Umgebung und die ganze Welt um dich herum zu haben, fühlt sich so echt an. Wir haben kaum Greenscreen benutzt. Und wir waren wirklich in dieser Welt. Um ehrlich zu sein, wollte ich gar nicht mehr aus dieser Welt weg. In Augsburg in diesem arschcoolen Ledermantel herumzulaufen, mit der Schrotflinte auf der Schulter, von einem Pferd zu steigen und einfach ein paar Äpfel zu nehmen, so möchte ich leben. Die haben so eine alte, coole Taverne, wo sie das Bier aus dem Fass zapfen. Das fühlt sich alles sehr ursprünglich an und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber nicht nur die Sets waren echt, auch bei dem aufwendigen Make-up für die Hexen wurden kaum Computereffekte verwendet, was bisweilen nicht einfach war für die Schauspielerinnen. Es war so eine große Unternehmung. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Mit dem speziellen Make-up, mit der Perücke und den Kontaktlinsen hat es sich angefühlt, als würde ich zum ersten Mal vor der Kamera stehen. All die Dinge, auf die man sich über die Jahre hinweg als Schauspielerin verlassen hat, kann man nicht mehr benutzen. Dein Gesichtsausdruck ist weg, du kannst deine Augen nicht mehr benutzen. Ich musste einfach einen neuen Weg finden, meinen Job zu machen, mich in eine andere Person zu verwandeln. All diese Hindernisse zu überwinden, war sehr schwierig. Aber das Lustige daran, so hässlich zu sein, war, dass die Dinge, die mir früher Sorgen bereitet haben, gut aussehen zu müssen und sich Sorgen um das Licht zu machen, keine Rolle mehr gespielt haben. Auch Hauptdarstellerin Gemma Arterton war begeistert. Nachdem sie neben Daniel Craig, ein Quantum Trost und Jake Gyllenhaal in Prince of Persia große Rollen bekommen hat, war dieser Film ein echtes Erlebnis für sie. Ich habe noch nie so krasses Special Make-up gesehen. Die Leute haben damit wirklich abstoßend ausgesehen. Einer hatte einen Tumor, der ihm aus dem Gesicht wächst, und ich war wirklich ziemlich entsetzt, als ich ihn gesehen habe. Und das ist auch, was ich an diesem Film so sehr liebe. Dieser Comedy-Horror-Style. Es ist trotz allem sehr lustig. Wie sie sich bewegen und wie sie sprechen. Aber man muss sich nichts vorstellen. Es ist einfach da. Sie haben echt eine Vision verwirklicht mit den Kostümen und dem Make-up. Es ist einfach unglaublich. All die Spezialeffekte und modernen Filmtricks können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Film in Wirklichkeit auf einem 200 Jahre alten Märchen beruht. Ich glaube, man muss so etwas heute machen, damit sich die Leute noch für Märchen interessieren. Ich bin damit aufgewachsen und war schon immer ein großer Fan davon. Ich bin in Holland aufgewachsen und die Gebrüder Grimm waren nie weit weg von unserer Kultur. Meine Eltern haben mir diese Geschichten vorgelesen. Wir haben sie in der Schule behandelt und ich habe sie auch selbst gerne gelesen und vorgelesen. Das war ein großer Teil meiner Kindheit. Aber wie bei allem anderen auch, muss man mit der Zeit gehen und Tommy hat einen guten Weg gefunden, die alten Geschichten wieder zu entdecken. Hänsel und Gretel mit einem neuen Spin als Erwachsene. Vielleicht genauso brutal und düster, wie sich die Geschichten damals für die Kinder angefühlt haben. Aber der Film ist auf jeden Fall für Erwachsene und nichts für kleine Kinder. Und er ist 3D. Auch bei der US-Premiere war das Märchen von Hänsel und Gretel ein Thema. Ich habe das ursprüngliche Märchen schon immer geliebt, einfach weil es sehr düster ist und nicht wirklich ein Happy End hat. Eigentlich ist der Film eine Weiterführung der Geschichte. Das Märchen ist für mich eine großartige Vorlage für den ersten Akt eines Filmes. Und der eigentliche Film spielt 15 Jahre später und geht um erbarmungslose Kopfgeldjäger.
Für mich war das ein fantastisches Ausgangsmaterial. Die Geschichte und die Figuren, die wir alle kennen, zu nehmen und sich zu fragen, was 15 Jahre später passiert, ist ein großartiger Aufhänger für mich. Hänsel und Gretel läuft diese Woche in unseren Kinos an. Wenn auch ihr erfahren wollt, wie sich so ein Märchen heutzutage erzählt, dann solltet ihr hingehen. Viel Spaß! Vielleicht habt ihr von meiner Schwester und mir gehört. Wir haben einiges erlebt. Wären fast umgebracht worden durch die Hand einer Hexe. Jetzt jagen wir Hexen auf der ganzen Welt. Du hast was fallen lassen. In den letzten 2 Wochen wurden 5 unserer Kinder entführt. Eine Hexe würde sich nie so öffentlich zeigen. Hier läuft irgendwas anderes. Was ist das hier? Das ist unser altes Haus. Unsere Eltern haben uns nicht im Stich gelassen. Sie wurden ermordet. Habt ihr endlich nach Hause gefunden? Mein Gott. Wisst ihr, was ich sage? Verbrennt sie alle. Schießt auf alles, was sich bewegt. Das ist neu. Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Das darf ja nicht wahr sein.